zusammen und herzlich willkommen in Charles Küche für ein neues Video. Heute bereiten wir Mutton Pie Soup oder Knochensuppe. Also lass uns zu dem Video gehen und let's get spiced. Mutton Pie Soup oder Knochenbrühe ist eine klassische Suppe, die hauptsächlich aus Beinknochen einschließlich Lamm- oder Ziegenhufen hergestellt wird. Die Zutaten sind Lammknochen, halb Zwiebel, eine Tomate, 5 bis 6 Mandeln, Knoblauch, Ingwer. Wir nehmen die Tomate und schneiden sie in Stücke. Ihr könntet auch weniger Tomaten nehmen, wenn ihr das mögt. Danach wir nehmen eine halbe Zwiebel und schneiden wir es fein in Würfel. Wir nehmen ungefähr 1 Zoll Ingwer und wir schneiden es grob in 2 oder 3 Stücke. Wir nehmen ungefähr 4 bis 5 Knoblauchzehen und zerschlägen sie grob. Ihr könntet auch mehr oder weniger Knoblauchzehen nehmen, abhängig von eurer Präferenz. Wir zerdrücken einige Mandeln. Diese Mandeln verleihen der Suppe einige Aromen und helfen auch, das Lamm schneller zu kochen. Wir nehmen einen Schnellkochtopf und fügen wir alle Zutaten hinzu. Wir fügen die Zwiebel, Tomaten und die Knochen hinzu. Wir fügen den Knoblauch, die Mandeln und den Ingwer hinzu. Jetzt fügen wir Gewürze hinzu. 1,5 Teelöffel Korianderpulver, 1,5 Teelöffel Kurkuma-Pulver und Salz nach Geschmack hinzu. Jetzt fügen wir Wasser hinzu. Der Wasserstand sollte knapp über den Knochen und der anderen Zutaten liegen. Wir kochen es bei mittlerer Hitze oder höherer Hitze, bis wir 2 Pfeifen bekommen und kochen wir dann weiter 15 Minuten lang bei schwacher Hitze weiter. Wir nehmen es circa nach 15 oder 20 Minuten vom Herd und prüfen, ob die Suppe gut gekocht ist. Die Knochen geben die Säfte und das Öl in die Suppe ab. Die Suppe ist gut gekocht. Wir fügen ein bisschen frischen Limettensaft und ein bisschen Pfeffer hinzu, um den Geschmack zu verbessern. Mutton Pie Soup ist extrem nahrhaft, reich an Eiweiß und Mineralen und voller Heilmittel. Knochenbrühe unterstützt gesunde, starke Knochen und hilft auch beim guten Schlaf. An einem kalten Winternachmittag heiß als Vorspeise servieren. Pie Soup ist fertig. Guten Appetit! Also das war's für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte probiert ihr es zu Hause und lasst mich wissen in den Kommentare-Section, wie es war. Es ist sehr einfach und nicht so kompliziert, sich zu Hause zu vorbereiten. Bitte abonniert ihr den Kanal und nicht vergessen, den Bell-Icon zu drücken für neue Videos jede Woche. Und wie gesagt, bitte folgt mir auf Instagram @challengeküche, wo ich regelmäßig einige Gerichte und Videos oder Stories hochladen werde, die ich in meiner Zeit in Indien essen oder probieren werde. Ich werde versuchen, euch einen Einblick in die indische Küche zu geben oder die authentisches indische Streetfood zu zeigen. Also, bis zum nächsten Woche, happy cooking und get spiced!